Es gibt Länder, da haben wir ein Anmeldeverfahren. Alle Mitarbeiter müssen sich über ein zentrales Tool registrieren. Und dann, dadurch hat man immer zu jeder Zeit den Überblick, wer ist im Land. Herzlich willkommen zum Sicherheitsinterview der Woche von der 7. Wintertagung des Bayerischen Verbandes für Sicherheit in der Wirtschaft am Spitzingsee. Zu Gast ist Herr Johannes Strümpfel, stellvertretender Sicherheitschef der Siemens AG. Ich grüße Sie, Herr Strümpfel. Herr Strümpfel, Siemens ist ein Global Player und Sie entsenden Mitarbeiter überall in die Welt, aber auch in Krisengebiete, denke ich mal. Wie schützen Sie Ihre Mitarbeiter? Ja, Siemens ist Infrastrukturausstatter. Das heißt, wir gehen ins Land auch unmittelbar nach instabilen Lagen, nach Krisen. Und das stellt uns natürlich vor besondere Herausforderungen. Der Schutz der Mitarbeiter steht an oberster Stelle. Wie Sie der Presse entnommen haben, wird Siemens gerade umgebaut in einen Flottenverbund. Das heißt, wir haben viele Einheiten, die ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit haben. Siemens-Töchter, die dann auch mit Siemens-Mitarbeitern anderer Einheiten gemeinsam in Pakistan, in Afghanistan auf Baustellen unterwegs sind. Das ist zurzeit die größte Herausforderung. Wie stellen wir als Mutter sicher, dass die Mitarbeiter sicherhin Sicherheit vor Ort haben und dann auch sicher wieder zurückkommen? Ich kann mir das relativ schwierig vorstellen. Dazu gehören Prozesse, dazu gehören aber auch Schulungen der Mitarbeiter. Wie gewährleisten Sie das? Also erstmal haben wir einen Reisesicherheitsprozess. Das heißt, alle Mitarbeiter, wir haben die Welt eingeteilt in Länder mit Reiseregelungen. Es gibt Länder, da haben wir ein Anmeldeverfahren. Alle Mitarbeiter müssen sich über ein zentrales Tool registrieren. Und dann, dadurch hat man immer zu jeder Zeit den Überblick, wer ist im Land. Bei einer entsprechenden Verschlechterung der Sicherheitslage könnten wir dann auch kurzfristig reagieren, die Mitarbeiter informieren, die Mitarbeiter warnen über bestimmte Ereignisse, sagen, bleibt im Hotel, nimmt den Kopf runter oder aber auch Maßnahmen ergreifen, um die Mitarbeiter in Sicherheit zu bringen. Und dann gibt es Länder mit Reisegenehmigungsverfahren. Da wird wirklich jede einzelne Reise wird unter bestimmten Konditionen genehmigt. Und bevor diese Genehmigung nicht erteilt ist, darf der Mitarbeiter nicht reisen. Und dazu gehört dann auch, dass der Mitarbeiter individuell geschult wird, Terms and Conditions mit auf den Weg kriegt, also Verhaltensmaßregeln, nutze dieses Hotel und nicht jenes, nutze diese Straße und nicht jene, nur reisen über Tag, nicht in der Dämmerung, nicht in der Nacht. Und solche Regeln kriegt der Mitarbeiter auf den Weg, wirklich als mandatorische Vorgaben. Und damit erreichen wir, wir wissen jederzeit, wo ein Mitarbeiter wirklich ist. Wir haben unsere Handlungsfähigkeit sichergestellt. Wir können dann auch bis zu einer Evakuierung die ganze Palette der Maßnahmen dann auch anwenden. Herr Strümpfel, können Sie uns vielleicht ein Beispiel geben, wie Sie ja in einer Krise reagieren? Ja, ein Beispiel ist auch Presse bekannt geworden. Es war damals der Vorstoß der IS von Mosul Richtung Bagdad. Und wir haben auf einer Baustelle eine Reihe von Mitarbeitern gehabt. Wir haben dann sofort reagiert und wollten diese Mitarbeiter auf dem Landweg evakuieren. Diese Möglichkeit wurde uns dann aber genommen, weil der IS über Nacht quasi von Mosul ausgehend im Nordirak nach Süden vorgestoßen ist. Und wir dann nur noch eine Möglichkeit hatten, die Mitarbeiter auf dem Luftweg zu evakuieren. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, das ist gar nicht einfach, in so einer Lage dann in Irak Hubschrauber zu bekommen. Wir haben das geschafft. Es war eine gelungene Operation. Einen Tag, nachdem unsere Mitarbeiter von der Baustelle evakuiert worden sind, hat IS diese Baustelle übernommen. Und das war sehr knapp, aber es hat am Ende sehr, sehr gut funktioniert. Die Prozesse haben funktioniert. Ganz wichtig in der Lage aus meiner Sicht war, dass wir einen permanenten Kontakt zu den Mitarbeitern hatten und dann auch diesen Mitarbeitern Mut machen konnten, weil die haben das natürlich auch gemerkt, die sind auf der Baustelle zusammengezogen worden, in einen entsprechenden sicheren Raum verbracht worden. Die kannten die Situation, die waren hochgradig nervös, aber durch diese Kommunikation konnten wir die Mitarbeiter auch so weit beruhigen, dass dann ein geordneter Evakuierungsprozess dann möglich war. Herzlichen Dank für diesen Einblick und wir sehen uns zum nächsten Sicherheitsinterview der Woche.